Ein Wechsel von Roman Bürki nach Frankreich, wo unter anderem Monaco als Interessent galt, kam nicht zustande. Stattdessen könnte sich für den Torhüter von Borussia Dortmund nun offenbar eine Wechseloption in die spanische Hauptstadt ergeben. Wie die AS berichtet, soll Atletico Madrid ernsthaftes Interesse am 30-jährigen Schweizer zeigen. Gespräche über einen Transfer sollen bereits aufgenommen worden sein. Beim BVB hat Bürki nach der Verpflichtung von Gregor Kobel keine großen Aussichten mehr auf Spielzeit. Vertraglich ist er noch bis 2023 an Dortmund gebunden. Der FC Bayern München hat Joshua Zirkzee verliehen. Der Stürmer wird wie von Sport1 zuletzt berichtet für eine Saison beim RSC Anderlecht spielen. Dies teilte der deutsche Rekordmeister mit. Der belgische Erstligist hat allerdings keine Kaufoption. Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen und ich traue ihm eine gute Saison zu. Bei den Münchnern hätte sich Zirkzee, der noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, hinter Robert Lewandowski und Erik-Maxim Choupo-Moting anstellen müssen. Der Wechsel des jamaikanischen Nationalspielers Leon Bailey von Bundesligist Bayer Leverkusen zu Aston Villa ist perfekt. Das teilte Bayer am Mittwoch mit. In Leverkusen wurde er von einem Talent zu einem Topspieler. Für seine weitere Karriere wünschen wir ihm viel Erfolg, sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Bailey erzielte in 156 Pflichtspielen für die Werkself 31 Tore.